diese 180 neuen Mitarbeiter, die wir haben, die haben ja im Grunde genommen nie erlebt, wie es vorher war. Ich spüre, dass hier ganz viel in der Luft liegt, in den Räumen noch hängt. Ja, ich schnuppere noch diesen Spirit. Bei unserem Hackathon-Projekt geht es darum, den Dotsource-Flair und die Dotsource-Kultur auch und als Recht für die neuen MitarbeiterInnen nach Hause zu bringen, denn bis wir uns wieder analog treffen können, wird es ja auch noch eine Weile dauern. Was natürlich cool, dass du einfach nochmal mit Leuten zusammenkommst, mit denen du sonst nie was zu tun hast. Wir müssen jetzt die neue Realität annehmen und damit arbeiten. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dieses Jahr unseren Hackathon Hybrid zu machen. Damit herzlich willkommen zu What the Hack, dem dritten DotSource Hackathon. Schön, dass ihr euch alle eingewählt habt. Der Hackathon ist eine sehr schöne Gelegenheit, dass wir uns alle mal wieder sehen, dass wir auch mal abseits vom Arbeitskontext miteinander interagieren, mal an einem spannenden Projekt arbeiten, was wir schon immer umsetzen wollten. Es gibt ganz viele tolle Einreichungen. Das Ziel des Projektes ist es, ein Plugin, eine Erweiterung zu entwickeln, die beim Debuggen von Magento 2 Projekten hilft. Ich habe drei Buchstaben oder ich habe einen Teamnamen, ich habe D5, ich habe Nachnamen, Vornamen, irgendetwas. Möchte ich in der Lage sein, mit einem Tastenkürzel diese Sache zu einem Kontakt und auch zu diesem Netzwerk aufzulösen. Ja? Und aus diesen Kontaktinformationen heraus auch gleich mit noch einem Klick dann bestimmte Features, Office-Features triggern. Eine E-Mail schreiben, eine Chat-Message auslösen oder sowas. Die Idee wäre, einen MVP zu bauen für die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, um zu überlegen, wie man effektiv übrig gebliebene Impfdosen, nicht wahrgenommene Termine digitalisieren kann. Das hat interessanterweise auch Anklang beim Impfstab gefunden. Wir hatten den Herrn Merz mit dabei, der uns dann Input gegeben hat, wie es im Moment aussieht und auch gesagt, dass die Plattform, die wir da entwickeln, gerade richtig am Puls der Zeit ist. Wir, das Team High Five, werden in den nächsten 24 Stunden unsere Hotspots des Socializens und des Feierns digital nachbauen. Wenn wir das richtig gut hinkriegen, wovon ich überzeugt bin, ist das halt auch eine Lösung, die wir für unsere Zusammenarbeit nutzen können, ja, und die wir auch für unsere Sales-Teams und unsere Delivery-Teams zur Verfügung stellen können, damit sie mit Kunden in der DotSource, so wie früher, sich treffen können, damit sie 1:1 Gespräche in der Moosmulde führen können, damit sie aber auch gleich die Chance haben, wieder zurück in den Meetingraum zu gehen. Wir machen einmal ein bisschen für die DotSource, für die Mitarbeiter, ein Kräuterbeet, was sich automatisch gießt. Und auf der anderen Seite haben wir für Kunden einen potenziellen Use Case, wo wir zeigen können, okay, hier, wir haben schon mal was mit IoT-Daten gemacht, haben ein Dashboard gebaut und ja, das ist quasi das Projekt. Wir bauen eine Layout-API, ein Layout-System, mit dem man im Frontend clicky-bunty für eine Webseite einfach seine kleinen Komponenten verschieben kann und das Ganze an eine Headless-API anbindet. Du willst den Browser aufmachen, die Seite aufmachen, meldest dich an, klickst auf den Button und kannst selbst Drag-and-Drop verschieben und sagen, jetzt so, und dann ist es so. Und das versuchen wir prototypisch zu bauen. Also es ist jetzt gleich um 9 und wir sind eigentlich ganz gut vorangekommen. Wir haben Produktdaten definiert, wir haben Content definiert, wir haben die ersten technischen Services ausgetestet und probiert. Und ja, jetzt sind wir auf dem Sport dabei, dass eben auch wirklich im Frontend was zu sehen ist. Man merkt dann, glaube ich, auch, wie das dann trotzdem genossen wird, dann abends dann doch mal ja, über nicht Projektthemen zu reden, sondern über Privates, über eben hat man das Thema Apolda-Bier versus Rosenbier, ob man das überhaupt trinken kann. Ja, und das sind so Themen, die besprichst du halt eben nicht beim Daily Stand-up, sondern die besprichst du halt erst abends nach dem zweiten Bier. Also es gab ein paar Rückschläge.
Wir haben ja viele Milestones erreicht, mussten dann den Code kombinieren und hatten immer Probleme. Das eine hat funktioniert, das andere nicht. Wir haben Bugfixing gemacht, haben es zum Laufen gekriegt, dann ist das andere ausgefallen. Gegen 1 Uhr ist der I2C-Bus ausgefallen. Das heißt, uns waren dann plötzlich die Daten für Temperatur und Luftfeuchte abhanden gekommen. Als wir das dann hatten, ist dann eben die Verbindung zur Cloud ausgefallen, weil dann die Sensordaten nicht korrekt waren. Das war dann so gegen 4 Uhr. Und dann wurde es einfach immer schlechter. Wir haben dann diverse neue Codes aufgespielt und es kam einfach nicht mehr dazu. Und dann haben wir gemeint, okay, jetzt müssen wir erstmal aufhören gegen 5. Das Gewinnerteam des dritten DotSource Hackathons und damit pro Person einem 100-Euro Technikgutschein, Ruhm und Ehre und ein Pokal. Das Team Nummer 7, Kräutergarten IoT. Herzlichen Glückwunsch. Die haben quasi die ganze Welt miteinander vereint. Also hatten wirklich physische Geschichten, die dann auch vereint wurden mit digitalen Geschichten. Ne? Und dieser Zusammenschluss quasi von allem und auch die Hingabe, die darüber gekommen ist, ne, von den Kollegen, das war mega. Das sind einfach rundum ganz tolle Sachen dabei und wenn das eine oder andere, was dort entsteht, auch noch verwendbar ist, dann wäre es noch besser. Aber ich sag mal, wenn die ersten drei Faktoren, also Spaß, Zusammenkommen, neue Sachen ausprobieren, erfüllt sind, dann sind wir auch schon alle zufrieden. Ich glaube, wir machen wirklich das Maximum an technischen, digitalen Möglichkeiten, was man so machen kann. Du siehst mal andere Leute, du hörst mal andere Leute, neue Kollegen, auch Kollegen, die schon seit 5 Jahren da sind und die man seit über einem Jahr nicht gesehen hat. Ich merke, dass die Menschen, mit denen ich hier bisher zu tun hatte, dass die so viel menschliche Grundwärme in sich tragen, dass sie vieles davon ins Digitale bringen können, was ich bisher woanders so noch nicht gefunden habe.